Herzlich willkommen zum nächsten One-on-One. Wir arbeiten uns weiter langsam nach oben im Rank, Entschuldigung. Und wir haben wieder Colville abbekommen. Bloß dieses Mal ist es nicht der Rommelzirkus, den wir gegen uns haben, sondern die Panzergruppe Leer, Entschuldigung. Und die Panzergruppe Leer hat ehrlich gesagt überhaupt nichts auf der Map verloren. Und das hat unser Gegner gerade schon festgestellt. There are no Panzer One-on-One Maps. Das will ich ihm jetzt einfach mal erzählen, weil die Panzergruppe Leer ist einfach leider Gottes unspielbar im One-on-One derzeit, weil einfach die Maps, die ihr hier findet, im One-on-One einfach nicht geeignet sind, um Panzerkämpfe auszutragen. Die Panzergruppe Leer ist leider im Moment einfach eine Teamplay-Division. Die könnt ihr wirklich bloß dann spielen, wenn ihr ein Team habt, was auch die Städte und sowas besetzen kann. Und jetzt muss ich bloß noch was dazwischen aufstellen. Hier was, da was, da was. Und etwas an die Seiten. So, du lädst dich bitte dort aus. Du lädst dich bitte, machen wir mal da drin aus. Du lädst dich bitte da drinne aus und du lädst dich bitte da drinne aus. Schau mal, vielleicht überrascht er mich ja und läuft über mich drüber. Ich glaube es aber ehrlich gesagt, auch wenn das jetzt völlig arrogant klingt, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass er das schafft. Ganz einfach, weil Colville einfach eine Map ist. Hier ist Stadt, da ist Stadt, links sind so Baumreihen, rechts sind so Baumreihen in der Mitte. Spätestens ab der Hälfte, ab seiner Hälfte sind auch wieder Baumreihen. Im Übrigen finde ich die Map, was das betrifft, ziemlich unfair. Die Baumreihen hier bieten viel mehr Deckung als das, was hier steht. Also, na gut. Bring auf jeden Fall ein Churchill mit, weil der Junge hat bloß vier Infanteristen. Aber den Churchill, den Afre, den schaffe ich hier rüber. Da ist nämlich ein bisschen offener ab der Hälfte. Da schaffe ich einen Afre hier rüber. Der hat nämlich nicht so gute Anti-Tank-Capabilities in der A-Phase. Ich brauche noch Leader, habe ich völlig vergessen. Ich brauche mal noch irgendein Leader-Fahrzeug. Ich muss gleich mal reinschauen, was ich da aussortieren könnte an Support-Waffe. Eigentlich nichts. Vielleicht einmal Churchill. Weil ich hätte gerne noch so ein Dingo, der einfach ein bisschen mobile Support-Einheit spielt. Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe es nicht mehr schnell genug geschafft, mein Mikrofon zu muten. Oh Gott, ich bin leider immer noch krank. Ich schleppe das jetzt irgendwie seit 3 Wochen oder sowas mit mir rum. Das ist unglaublich. Also wir versuchen den jetzt einfach komplett aus den Städten rauszupushen und darüber halt die Punkte zu holen. Ich hole jetzt mal provokativ keine Pack. Das mag vielleicht gegen eine Panzerdivision als ein Risiko erscheinen, aber tatsächlich ist es so, dass die Panzer Leer keinen einzigen Panzer in der A-Phase hat. Und das ist ziemlich gut. Das heißt, das Größte, was wir jetzt in der A-Phase bekämpfen müssen, sind irgendwelche Infanteriepanzer 4, glaube ich, und ein paar STKFZ. Und dagegen reichen erstmal unsere normalen Waffen. Ich werde jetzt aber ein paar von diesen Honey Stewards bringen. Die sind auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Lad du dich mal bitte weiter vorne aus. Genauso du lädst sie bitte mal da drinnen aus. Und der AVRE rollt langsam nach vorne. Da haben wir jetzt einen Gegner gefunden schon. Ausladen, 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 ausladen. Rein da. Ausladen, ausladen. Ausladen. Er zieht. Ach, Mann. So, jetzt kommt er in der Mitte gleich. Probieren wir mal links vorzurücken. Ah, gehen wir da rein. Gehen wir da rein. Da rein. Bring jetzt in der Mitte den Panzer. Der AVRE ist gleich hier. Command Carry haben sie mir jetzt kaputt gemacht. Oh, ganz links. Interessant. Das ist eine gute Idee von ihm. Ganz links will er jetzt pushen. Dafür müsste ich dann aber hier pushen können. Da brauche ich jetzt aber gleich eine Pack auf der linken Seite.
Pin down sagte mir hier, okay, gehen wir da mal in das Ding rein. Ah, der zieht sich hoffentlich schon zurück, ja, okay. Komm, gib Feuer, gib Feuer, gib Feuer. So, damit sind die hier komplett weggeräumt. Da habe ich mich im offenen Kampf sein SDKFZ gestellt, der Rifle Leader muss weiter. Ich spiele es gerade nicht gut, ich brauche hier theoretisch mehr Anti-Tank auf der linken Seite. We've got them, sagte mir hier drüben. Oh, da schießt jetzt bitte nicht mit deinem Mortar drauf. Müssen wir hier links aber ziemlich gut vorrücken können. Gut, jetzt haben wir den Panzergrenadier hier kaputt gekriegt. Ganz links pusht er mich jetzt halt gerade weg. Das war eine echt gute Idee von ihm. Aber der wird das nicht halten können. Sobald ich da jetzt einen Pack hinbringe, ist halt sein kompletter Ansatz hier auf der linken Seite gekontert. Das ist zumindest meine Hoffnung. Mit dem Afri versuchen wir jetzt hier runter zu fahren und den da wegzuräumen. Da müssten wir dort reinkommen. Fahr jetzt mit dem SDKFZ hier runter und räume das SDKFZ hier weg. Da hat man die Pack hier in dem Wald aus und dann bringen wir noch eine direkt nach links. Das ist jetzt gerade halt sein Push. Wenn wir ihn den kaputt machen, hat er das Spiel meines Erachtens verloren. Gehen wir da rein. Im AVRE müssen wir jetzt aufpassen, den Leader weiter nach vorne, hier weiter pushen. Wir haben jetzt die erste Pack. Da ist er bailed out, okay. Da will ich eigentlich, keinen Kampf hier führen gegen seine Pumas und sowas. Da hat er mir jetzt auch mein Honey kaputt gemacht. Da hat er jetzt eine Pack ausgeladen. Gegen die Pack müsste ich es frontal schon schaffen. Er pusht mich im Moment super weg. Also er spielt sehr gut. Dafür, dass er leer hat, spielt er sehr gut auf dieser Infanterie-Map. Und Großteil davon ist dem Umstand zu verdanken, dass ich ziemlich schlecht spiele gerade. Rifles destroyed, okay. Kannst du bitte weiter vorfahren jetzt? Pin down, okay. Was haben wir hier? Haben wir nur einen Leader. Da war irgendwo eine Pack, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir ihm jetzt irgendwas kaputt gemacht. Bounce, okay. Ich muss da weg, oder ich muss die stunnen. Eins von beiden. Komm, 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 komm. Der darf nicht an meinen Afri rankommen, sonst bin ich verloren. Und pin down, Gott sei Dank, okay. Jetzt kann ich auch drüber laufen. Das wäre zumindest die Hoffnung. Gut, der hat aufgegeben. Und dann können wir jetzt da wieder zurückfahren. Da links muss ich jetzt echt aufpassen, da ist er mir halt in einem scheiß SDKFZ komplett durchgefahren. Der spielt das super gerade. Da bitte Feuer drauf geben auf die Pack. Ja, zieht ihr euch doch bitte zurück endlich. Und ihr müsstet den doch locker zu zweiter wegräumen. Da habe ich ihm jetzt die Pack weggeräumt. Zieht ihr euch da bitte zurück. Da zerstöre ich mit seinem Panzergrenadier und jetzt spamme ich einfach hier links mal noch ein bisschen Infanterie hin. Nein, das gibt's doch nicht. Ach, weil ich da nur mit dem Plan angreife. Auf die Entfernung oder was ist da das Problem? Na, hier rechts bräuchte ich auch Anti-Tank theoretisch. Mal da mal rein. Enemy spotted. Be ready. I hear you, over. Shoot on sight. Oh, da habe ich ihm seinen Puma kaputt gemacht. Klasse. AE macht halt doch Schaden. So, da habe ich sein SDKFZ gefunden. So, und jetzt kann man hier pushen. Jetzt mache ich ihm hier auch langsam sein SDKFZ kaputt. Jetzt räume ich ihm hier den Dude raus. Läuft also alles
Gut, jetzt bringe ich rechts einfach noch einen Churchill, um da einfach diese gemachte Flanke auszunutzen. Oder diese neue Lücke. Nicht Flanke, Lücke. Enemy Panzergrenadierführer, das war der Kollege hier drüben. Muss ich ihm eigentlich bloß noch das Teil hier wegräumen. Auf geht's, treffen bitte. Transmission Damage, und jetzt wird er mich auslöschen, bevor ich einen zweiten Schuss abgeben kann. Oder nicht? Oh, sehr schön, der war wichtig. Jetzt kann ich da drüben nämlich gleich noch den nächsten Puma wegräumen. Auf. Ah, Mann, hat nicht zum Rückzug gereicht. Jetzt hat er mir meine 6 Pfünder kaputt gemacht. Command Carrier Schaff, fahren wir jetzt mal hier raus. Und er hat jetzt quasi die linke Stadt eingenommen. Ah, ich habe ihm sein SDKFZ kaputt gemacht, dann kann ich jetzt hier drüber laufen. Was ist hier Phase? Das sehe ich gerade nicht. Ah, verdammt, das hat er jetzt auch wieder gut gemacht. Ich habe mich in den Hinterhalt gelockt. Dann tötet ihr doch bitte den da. Hä? Eigentlich müsste ich doch den locker aufgeklärt kriegen, hier links, oder? Enemy MG42 ausgelöscht, jetzt löschen wir den noch aus. Gehen wir hier vor in den Wald. Was haben wir jetzt da noch gefunden? Noch so ein SDKFZ. Jetzt ticke ich endlich mal positiv und bringe jetzt mal nach dort noch eine Pack. So, die zwei Stuarts müssen das doch eigentlich jetzt locker. Wie schaffen die es denn nicht, den Jungen hier zu pinnen? Ist das traurig, ey. Ich habe jetzt halt links wirklich die Stadt verloren gegen den, weil er es einfach gut gemacht hat. Einfach gut gespielt. Und insbesondere auch besser als ich gespielt an der Stelle. Hauen wir da mit den AVI runter. Oh, endlich habe ich ihm das Teil weggeräumt. Laden wir jetzt den hier mal aus und jetzt bringe ich da einfach Infanterie in die Stadt, bis er schreit. Kann eigentlich auch nichts gegen tun. Das MG laden wir mal hier aus. Die stehen mitten auf der Pläne, ich weiß nicht, was das soll. Da müsste ich eigentlich gleich Feuer drauf geben können. Auf das SDKFZ. Lädst du dich bitte mal aus, genau, um die Jungs hier aufzuklären. Da habe ich ihm das SDKZ weggeräumt. Oh, oh, oh. Dreh bitte deine Front zu dem. Danke. Jetzt können wir eigentlich frontal auf den zufahren. Ja, oder wir lassen das. B-Phase hat begonnen. Jetzt kann er theoretisch Tiger und so einen Mist bringen. Jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir die Stadt links halten. Ich bringe jetzt gleich einen Crocodile. Ja, fahr doch bitte weiter zurück. Churchill, da bitte pushen. Und ihr ladet euch bitte hier aus. Jetzt bräuchte ich in der Mitte gleich ein Panzerchen. Den Command Carrier laden wir schön weit hier vorne aus. Hier gibt er drauf jetzt bitte Feuer. Und in der Mitte hole ich gleich den Crocodile. Hat der AVRE aufgegeben, das gefällt mir nicht so schön, nicht so gut. Sehr schön. Müssen wir die jetzt hier weggeräumt kriegen. Laden wir den Typen hier aus. In der Mitte kommt jetzt mein Kruk. Räumen wir mit dem ganzen Zeug hier mal auf. Er hat aufgegeben, okay. Können wir das Zeug alles weiter nach vorne schaffen. Der Honey müsste jetzt hier aufräumen können. Da hat er einen Puma und den werde ich ihm jetzt im Nahkampf wegräumen.
Auf geht's, rein in das Gebäude, rein in das Gebäude, rein in das Gebäude. Rein ins nächste Gebäude. Auf, treffen, 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 treffen. Fuel Explosion, ganz hervorragend. Ich will erst das SDKFZ wegräumen und dann rette ich den da. Und jetzt bringe ich auch schon meine erste 17-Finder. Warum eine 17-Finder? Weil das, was ihnen jetzt noch ein Comeback, zu einem Comeback helfen könnte, sind große, schwere deutsche Panzer. Und da will ich einfach den Konter auf dem Feld haben, bevor er die Dinge auf dem Feld hat. Und ihr bitte alle mal dort vorne. Crew killed, jetzt räumen wir den da noch weg. Du gehst das bitte klären. Auf geht's. Oh, das versucht er sehr gut. Auf. Ah, fahr, 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 fahr. Komm, lösch das noch kurz aus, dann können wir uns um die kümmern. Okay, jetzt können wir uns um die kümmern. Der kann sich jetzt um das da kümmern. Ah, da kommt mein Croc auch schon angerollt. Die 17 Finder, die schaffen wir am besten mal in die Mitte. Okay, die schaffen nach links, da bringt er nämlich einen Panzer 4. Da kommt jetzt mit dem nächsten Panzer. Und dann bringe ich jetzt einfach Anti-Tank und Challenger und solche Sachen. Rifle Leader, die schaffen wir schön an die vielbefahrenen Straßen. Aber ich nehme mal an, der ist ein bisschen erfahrener, der Spieler, dann frage ich mich halt, warum er Panzergruppe leer in einem 1-on-1 spielt. Eigentlich müsste er wissen, dass fast ausschließlich Infanterie-Maps eben da sind. Nein, 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 nicht ums Eck fahren, nicht ums Eck fahren. So, noch ein Stück nach vorne. Noch ein weiteres Stück nach vorne. So, und jetzt kannst du dem schön in die Seite schießen. Ich kümmere mich jetzt erst um den Panzer 4. Perfekt, okay, gut. Jetzt kommt da der nächste Panzer 4 angerollt. Da stelle ich jetzt aber meine Pack einfach da rein. Okay. Zieh dich bitte zurück. Die pack bitte hier rüber. Jetzt ticken wir auch schön positiv. Kann ich auch versuchen, da eine Pack reinzustellen, in den Wald hier. Kann ich die Straße eindecken. Ah, da hat einen Sperrwagen nur gebracht, okay. Da würde ich gerne einen Leader für den Challenger. Der Challenger hat eine größere Reichweite als sein Panzer 4. Das versuchen wir jetzt an der Stelle auszunutzen. Gehen wir mit dem da das da bomben. Da ist sein Panzer 4 weg. Die Pack schaffen wir jetzt hier runter. Der Meinung bin ich leider.
Und er hat aufgegeben. Ich würde gerne einfach nochmal kurz reinschauen, wie erfahren der Spieler war. Rang 11 ist ungefähr so hoch wie ich vom Rang her. Lieutenant Colonel ist er gewesen. Hat also ein paar Punkte mehr auf dem Konto als ich. Und wir haben jetzt ihm ein Defeat zugefügt, einen seiner 5. Darüber freue ich mich. Hat eine 86%ige Win-Ratio, aber ich vermute, der wird eigentlich die meiste seiner. Ja, er hat 76% seiner Units normalerweise Infanteristen. Daran sieht man, dass der mehr Infanteristen spielt und wahrscheinlich auch nicht so erfahren mit Panzerdecks ist. Spaß gemacht hat es mir auf jeden Fall trotzdem und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye bye.